schon zu Beginn. Grauer Wolkenhimmel, Schnee, Nässe und trotzdem 74.000 Zuschauer. Bei Bayern stimmt eben neben dem Punktestand auch die Kasse. Heute Bruttoeinnahmen 850.000 Mark. Bayern in dunklem Trikot und stärkstem Aufgebot. Mönchengladbach aus Aufstellungssorgen wenigstens wieder mit Danner und Heinkes und Günter Netzer als Libero. Bayern drängt von der ersten Minute an. Gerd Müller und seine Nebenleute halten Torwart Kleff in ständiger Bewegung, so wie hier. Müller. Kleff, Müller, abgewehrt, Krauthausen und wieder abgewehrt. Libero Netzer verfolgt von Gerd Müller. Hier, die Notbremse. Ja. Dieses Foul zieht aber keine Erregung nach sich. Und dieser Netzer-Freistoß, keine Torchance für Mönchengladbach, das bei allem Bemühen mit den Bayern nicht Schritt halten kann. Hoeneß, Schwarzenbeck, Müller und 1:0 nach 24 Minuten. Ein zu diesem Zeitpunkt längst fälliges Führungstor, der in allen Belangen überlegenen Bayern, Müller 1:0. Vogt, Müller und Kleff. Wieder Gerd Müller. Müller und Bayerns Trainerbank beklagt die vertane Chance. Beginn zweite Halbzeit. Angriff Mönchengladbach. Langer Konterpass zu Hoeneß. Der zieht ab. 2:0. Hoeneß war einer der stärksten Spieler des Tages. Noch einmal dieses zweite Tor der Bayern. Günter Netzer, jetzt mit seiner ungewohnten Libero-Rolle etwas besser vertraut, müht sich um abgezirkelte Vorlagen. Hier glückt das Zuspiel. Endstation Surau, der in der zweiten Halbzeit für Rosenthal ins Spiel kam. Energisch Beckenbauer. Und gleich sehen wir die schwerste Parade für Sepp Maier, der heute den Rekord von Berti Vogt, nämlich 212 Bundesligaspiele in ununterbrochener Folge, egalisiert hat. Hier reaktionsschnelle Abwehr von Sepp Maier. Das war Gladbachs zwingendste Chance. Im Wesentlichen aber setzten die mannschaftlich stärker gefügten Bayern, wie es schien, ohne letzte Anstrengung, ihr Spielkonzept durch. Dürrenberger, er kam für Hoffmann ins Spiel, Krauthausen, Beckenbauer, Müller, Hoeneß, Roth, Müller, 3:0. Dies war Mitte der zweiten Halbzeit bereits die Entscheidung. Hier noch einmal das ganze Kombinationsnetz der Bayern. Müller 3:0 und Bayern weiter auf der Straße zur Meisterschaft.